Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Mystery Quest und wie mysteriös das Ganze wirklich ist, das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, es ist Sonntagmorgen, ich habe verdammt gute Laune, die Sonne scheint draußen und ich werde nachher gleich laufen gehen. Also lasst uns noch eine Runde Mystery Quest zocken, bevor der Tag so richtig startet. Also für mich zumindest, ich weiß ja nicht, wann ihr das seht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kurz vorm Einschlafen seht oder in der Früh beim Frühstück, wie auch immer, würde mich interessieren. Gut, hüpfen wir gleich mal rein in dieses mysteriöse Abenteuer. Gut, wir können nach links gehen, wir können nach rechts gehen, wir können uns ducken, wir können irgendwie nach hinten schauen. Hüpfen ist auch drinnen. Und schießen geht auch. Na bitte. Es ist irgendwie ein Zauberschuss, glaube ich. Und das Maxel sieht irgendwie seltsam aus. Irgendwie sieht das seltsam aus. Macht nichts. Okay, hier kann ich nicht weitergehen. Okay. Aha, ich kann wenig weit hochhüpfen und sehr hochhüpfen. Okay, das geht auch. Kann ich da reingehen vielleicht? Nö, sowas geht nicht. Aber irgendwas muss das ja nach hinten gehen bewirken. Werden wir noch rausfinden. Grafik ist jetzt, naja, also da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Wenn ich Sprites mache, sieht es besser aus und ich bin da jetzt kein Experte darin. Okay, machen wir weiter. Okay, platt gemacht. Die Steuerung ist wenigstens flüssig. Warum ich hinter den Büschen vorbeigehe, weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich damit das Ganze noch viel dreidimensionaler wirkt. Das hätte ich schon ganz angetan von der Dreidimensionalität dieses Spiels. So wie ich. Wahrscheinlich nicht. So, da ist ein Baum. Was ist das? Was hat es damit zu tun? Oh, ich kann nach oben schießen. Ach, deswegen. Ich kann nach oben schießen. Okay. Kann ich auf den... Ah, da kann ich drauf hüpfen. Okay. Da war... Das ist schon wieder so das Ding. Man weiß nicht, was Plattform ist und was nicht. Also ich war jetzt nicht, hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das keine Plattform ist. Also, dass ich da nicht drauf hüpfen kann, aber, weil ich ja schon einige NES-Spiele gespielt habe, weiß ich das natürlich. Aber, ja, und auf den Baum oben kann man auch gehen, okay. Muss man wissen. Das scheint ja richtiger Abschneider gewesen zu sein. Sehr gut. Was ist hier? Da unten sind Totenköpfe und auf Totenköpfe darf man nicht draufsteigen, weil die sind so unheilig, die killen dich instant. Oh, Fledermaus hat mich fast weggebrezelt, ich bin nur durch Zufall gesprungen. Okay, vielleicht sollte ich öfters mal durch Zufall springen. Yeah, weg damit. Habe ich auf die Häuser auch rauf? Nee. Spielt das in Russland? Oder... Ah nein, diese komischen Zwiebeltürme, das soll orientalisch sein, glaube ich, oder? Also eigentlich sollte ich damit Dauerfeuer durchgehen. So, wegbrezeln ja alles. Wegbrezeln, habe ich gesagt. Nicht wegbrezeln lassen. Okay, hüpfen wir da mal. Wieso kann ich denn nicht... Das muss doch irgendwie... okay. Weg mit dir. Skorpion. Pfui. Böser Skorpion. Okay, dieses... Hä? Ich kann mit runter... wieder runterspringen. Okay. Aha, da war irgendwas. Was ist das? Ein Zauberhut? Der bringt Fettpunkte. Bringt Start eigentlich was? Nö. Select? Auch nichts. Da unten gibt es ein Extra-Leben. Ich glaube, das ist ein Extra... Axt. Rock. Weg mit dir! Pfui! Gut, dieses extra Leben wäre schon sehr nice. Kann ich das irgendwie... Wie kriege ich das? Abschießen. So nicht, Junge. So nicht. Game over. Game over in Level 1. Juhu. Continue. Machen wir gleich weiter. Oh, wir fangen von ganz von vorne an. Okay, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt rushen wir ein bisschen mehr durch. So, da schießen. Das Spiel hat wieder mal das bisschen das Problem, dass ich nach vorne weniger sehe als wie nach hinten. Ja, die Leute. Ah, jammer, dass man das damals noch nicht wusste. Wobei Nintendo wusste es, aber viele anderen wussten es anscheinend nicht.
Und es ist nicht so schwer zum Umsetzen. Es war auch damals nicht so schwer zum Umsetzen. Kann mir keiner erzählen. Das war einfach nur... weiß nicht, nachlässig. Haben ja genug andere Games richtig gemacht. Da hätte man sich ruhig abschauen können. Dass man nach vorne genauso viel sieht. Gott. Wie auch immer, wir müssen jetzt damit leben. Ach, blöder Dreck. So, das lassen wir da liegen. Das bringt uns eh nicht weiter. Da oben kann ich wahrscheinlich nicht gehen irgendwie. Wie komme ich da jetzt rauf? Das ist mir jetzt... Gibt es irgendwas Verstecktes hier? Was? Aha! Oho! Okay. Wenn da sowas am Boden ist... Und ich drücke runter? Nein. Ah, und ich springe zweimal drauf. Okay. Irgendwie, weiß nicht. Ist ja ganz nett, hätte man aber irgendwie auch hübscher lösen können. Das mit dem Trampolin. Wow, 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 wow. Weg, weg, weg mit dir. Hey. Klau mir nicht meine Vitalität. Ist das, kann ich da drauf springen? Okay. Nein, nein. Ich will da drauf springen. Okay. Das kommt jetzt näher. Nein, ich schaff's nicht. Okay. Gut, hätten wir das so gelöst. Geht auch. Geht's auch. Das sind Bienen. Weg damit. Ja. Also das Level-Design haut mich jetzt nicht vom Hocker, muss ich sagen. Die Sprites wiederholen sich schon auffällig häufig. Vor allem, was ist das hier? Das ist doch irgendwas gewesen, oder? Ah, da kann ich Wandsprünge machen. Okay, das lernt mir hier, Wandsprünge zu machen. Okay, ich verstehe schon. Das ist die Learning for Wandsprung Area. Es funktioniert aber auch nur so. Weiß nicht. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen. Ich gebe den Ganzen eine Chance. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen. An diese Art von Wandsprung. Und immerhin haben sie so eine Lerneinheit hier eingebaut. War ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Wobei Nintendo hat das ja ganz, ganz exzessiv gemacht bei Mario Bros. 1, diese Lerndinger. Also da kommt immer so ein Hindernis und zum Lernen ganz leicht ist, und dann kommt das Gleiche nochmal schwieriger, und dann kommt das Gleiche nochmal noch schwieriger. Und das haben sie echt durchgezogen im Game Design bei Mario Bros. 1. Und die scheinen das ja auch zu machen. Da hat jemand mitgedacht. Ich hätte gern diesen Stern, danke. Der bringt nämlich Kraft und Freude. Naja, aber Freude... Ah, cool. Ich dachte, ich bin jetzt instant tot. Aber nein, ich habe einen Geheimgang gefunden. Aha, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Mond. Ein Mond bringt mir voll Energie. Astrologie bringt's voll. Ja, und ich habe absichtlich Astrologie gesagt. Ich kenne durchaus den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Und ich hoffe ja auch. Aber wenn ihr ein bisschen trollen wollt, dann geht mal zu einem Astronomen und... fragt ihn was über Astrologie. Seine Reaktion ist sicher amüsant. Aber er wird wohl nicht euer neuer bester Freund werden. Ah, ja, 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 ja. Ich hätte das gern. Das hätte ich gern. Ich will diesen Stern. Ich will den Stern. Der trägt meinen Namen. So, da. Gut. Gut, ich hier unten. Was soll's? Also, das Level. Die Grafiken werden jetzt nicht irgendwie sonderlich viel besser. Okay, da kann ich reingehen jetzt. Kann ich da jetzt reingehen? Ja, da kann ich reingehen. Geil. aber die Tür ist weg. Okay, was ist das? Ah, ich habe eine Blume gepflückt. Cool. Weiter geht's. Also die Farbe für den Lebensbalken finde ich auch interessant gewählt. Ein grüner Hintergrund und gelb? Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Okay, was ist das? Was ist das? Das ist ein Trampolin, okay. Nochmal das gleiche, okay.
Wow. Interessant. Also diese Ziegeln und der Vordergrund geblockt ist nicht unbedingt das Angenehmste fürs Auge. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen was Ruhigeres einfallen lassen können. Bin ich kein Fan davon. Aber es ist aber die Steuerung funktioniert, Leute. Die Steuerung funktioniert richtig gut bei dem Game. Und das ist viel mehr als viele andere Games tun. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Die Steuerung funktioniert. Die Steuerung funktioniert. Muss man dem Ganzen zugute halten. Ich gehe da mal unten. Oh, was ist das? Endgegner, 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 Endgegner. Geh weg. Kann ich die überhaupt ausweichen? Irgendwas machen? Ja, weggebrezelt. Stirb, du Monster. Jetzt wollte ich nichts Schlimmeres sagen. So, da weiter geht's. Okay. Das zeigt mir nur, dass da oben die Schriftrolle ist oder whatever. Okay. Habe ich den Schlüssel eigentlich noch? Kann ich den noch? Kann ich da jetzt reingehen jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Aha! Oho! Interessant. Es gibt hier Sachen, die man zerstören kann. Das finde ich ja wieder nice. Da auch, okay. Coole Sache, Parker. Okay. Und was mache ich jetzt mit dieser neu gewonnenen Macht? Alles abschießen einfach. Alles abschießen. Und schauen, ob es weitergeht irgendwo. Ah, ist schon wieder so einer. Die sind urstark. Noch einen überlebe ich von denen nicht. Stirb. Du. Frechheit. Da geht's nicht weiter. Alles abschießen. Ich schieße jetzt einfach alles ab, Leute. Ah, geh. Wieso ist denn der Respawn ja wieder? Der Blödsack. Der Blödsack respawnt. Und ich bin tot. 12 Minuten. Jedes NES-Game. Mindestens 10 Minuten ist das Format hier. Und ich bin bei 12 Minuten. Das heißt, ich könnte eigentlich schon aufhören, aber ich habe noch ein bisschen Zeit und auch eigentlich Bock. Also, ich probier's nochmal das Level. Mystery Quest. Ja, kann man zocken. Kann man zocken. Ich meine, ist jetzt nicht die offen. Ist jetzt nicht die offen. Hoppala. Okay. Oh nein, ich bin so schlecht manchmal. Es ist wirklich. Es muss wirklich übel zum Zuschauen sein manchmal. Es tut mir leid. So. Ja, Mystery Quest. Kennt ihr das? So, wenn ihr das kanntet, dann schreibt mir mal was dazu. Sehr interessant finde ich es auch immer, ob es Leute gibt, die es durchgezockt haben. Da oben wäre was gewesen. Da komme ich aber jetzt mal nicht mehr rüber. Das hätte ich wegbrezeln können. Okay, das wäre von der Richtung auch gegangen. Okay. Aber versteckt ist nichts drinnen. Okay. Und dann kann ich da. Oh ja, ich kann da trotzdem noch rauf. Da ist eins. Warum immer da eins steht. Man weiß es nicht so genau. Aha, hier kann ich hier wegbrezeln. Sehr fein. Ihr wisst, ich brezle gerne. Wieso geht es dann das hier nicht weg? Okay. Ich verstehe schon, dass ich nur von der anderen Seite darüber kann und so nicht. Gar nicht mehr so schlecht von der Idee, ja. Wo gehe ich jetzt am besten? Gehe ich unten wieder? Gehe wieder unten. Jetzt muss ich den da wegschießen. Komm her, komm zu mir. Weil ich kann dich. Komm her! Komm! Komm raus da, ist dein Häuschen! Komm raus da! Ich brauch den Schlüssel! Junge, komm raus! Der ist weg, der spawnt nicht mehr.
Wieso? Wieso spawnt er nicht mehr? Hä? Habe ich ihn umgebracht? Anscheinend. Hab den weggebrezelt. Hab's gar nicht bemerkt. Aha, jetzt habe ich den auf der Seite auch weggebrezelt. Aber wie geht's weiter? Schlüssel? Habe ich den noch? Nö, oder? Nope. Vielleicht soll ich auch ab und zu mal nach oben schießen. Vielleicht kann ich da auch was wegmachen. Nein. Ah, geh, komm an. Ah. Okay, jetzt habe ich fast keine Energie mehr, aber dafür habe ich den Schlüssel jetzt, oder? Ja. Ah. Also, Gegner bin ich irgendwie nicht so... so fit. Okay. Kann ich da irgendwie raufschießen? Da raufkommen? Ne. Oh ja! Aha! Ich habe jetzt voll die Magic bekommen. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ja, besser Schuss. Ah! Okay. Das gibt's ja also auch. Besseren Schuss. Aber was mache ich jetzt? Habe ich noch einen Schlüssel und ich habe besseren Schuss. Was sagt mit 1 hier? Keinen Plan. Soll mir das einfach nur einen Orientierungspunkt geben oder? War da noch irgendwo anders was ich hätte wegschießen können? Nö. Ich glaube, ich muss einfach nochmal in diese Tür reingehen. Aber ich finde das irgendwie komisch. Wenn dem wirklich so ist, finde ich es komisch. Gut. Wo rein da? Na, es bleibt eigentlich eh nicht wirklich was anderes über. Aha. Gehen wir darüber. Und jetzt. Machen wir da. Hüpfburg. Ah! Da gibt's einen Mond. Jawohl. Wieder Energie. Haha. Sehr fein. So gefällt mir das. Ja, es gibt versteckte Sachen, da freue ich mich natürlich. So, es ist schön. Habe ich noch einen Schlüssel? Jo, habe ich. Kann ich gleich da weitergehen? Sammelt er noch was ein? Kann ich jetzt da irgendwas wegbrezeln? Immer nach oben brezeln, auch ein bisschen. Überhaupt viel gebrezelt hier. Und das Wasser hier ist natürlich nicht gut. Komme ich da drüber? Ich probiere es. Nö. Nö, geht nicht. Ja, ist ein nettes Spiel. Kann man zocken. Warum nicht? Mystery Quest. Haben jetzt Schlimmeres erwartet. Die Grafik ist wirklich nicht besonders, aber das Spiel macht durchaus Spaß irgendwie. Und ja, das Level-Design ist okay. Es könnte besser sein, aber es ist okay. Und ja, naja, die Wertung ist wieder mal, naja, kann man zocken, ja, warum eigentlich auch nicht, ja. Das war die offizielle Wertung für Mystery Quest. wenn ihr noch mehr NES-Spiele sehen wollt, die ich gezockt habe, es sind schon weit über 300, dann schaut mal bei mir im Kanal rein oder abonniert auch gleich, da freue ich mich besonders. Über einen Daumen hoch freue ich mich auch und Kommentare, Leute, Kommentare. Bitte lasst uns ein bisschen über Mystery Quest quatschen. Mystery Quest, ich muss da immer an das Adventure denken. Naja, egal. Wie auch immer, bis bald. Ciao, ciao.